Hallo und willkommen zusammen auf meinem Kanal. Wir befinden uns wieder in The Long Dark und erstmal ein Danke an die Abonnenten, die Kommentare und Bewertungen. Also Abo und die Glocke nicht vergessen. Ihr werdet dann benachrichtigt, wenn was Neues da ist. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen einfach mal nach dem Gepäck. Da hat man nämlich noch gar nicht nachgeguckt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt was dabei haben oder auch nicht. Ah ja, auf jeden Fall sind wir zu schwer. Jawohl. Aha. Gut. Können wir die reparieren? Nein, nur zerlegen. Na, das möchte ich nicht. Dann lege ich sie ab. Dann will ich die nicht mehr haben. Die können wir auch ablegen. Ja, zu viele Dosen brauchen wir nicht. Das hier legen wir auch ab. Und was können wir noch ablegen? Das legen wir auch ab. Das habe ich bis jetzt noch nicht gebraucht. Für den Fall, das kann ich das auch herstellen. Das Seil kann auch weg. Dann gucken wir mal, wie es hier aussieht. Ja, aber das hier legen wir auch weg. Weg, weg, weg. Wir haben eine kaputte Hose. Können wir die reparieren? Nein. Die zerlegen wir fix. Ja, die Tageszeit sieht noch gut aus. Unsere Aufgabe besteht ja darin, dass wir zum Staudamm sollen. Und beim Staudamm... Oh, uns ist kalt. Uns ist kalt. Warum ist uns kalt? Ja, irgendwie haben wir nichts an. Okay. Wieso? Ah ja. Okay. So wie es aussieht, können wir das alles nicht reparieren. Genau. Gut. Oh. Uns ist dolle kalt. Extrem dolle kalt. Was? Tür ist zu. Hey, jetzt lässt er uns nicht mehr rein. Na, das ist ja toll. Ja, können wir Feuer machen? Damn. Feuer geht. Freezing. Ja. Gleich am Anfang schon ein Lagerfeuer machen. Das gibt's doch gar nicht. Come on. Ja, das sehe ich jetzt aber auch so. Hobby. Fire is life out here. Ja, ja. Komm schon. Hallo. Ah, da. So, was haben wir denn noch? Ein bisschen was haben wir da. Und das ist okay. Ja. Dann. Warum wird uns nicht warm? Doch, jetzt. Ja, uns wird warm. Gut, dann können wir uns mit der Tasche weiter beschäftigen. In der Zeit heizen wir ja ein wenig auf. Ja, Unterkühlungsrisiko. Okay. Machen wir also erstmal das Wichtige. Denn wir haben ja auch einen ziemlich langen Weg vor uns. Und ja, eigentlich nur zerlegen, genau. Ja, die Temperatur sieht schon ganz gut aus. Auf Socken müssen wir jetzt hier loslaufen. Unfassbar. So. Gut. Moment, was haben wir hier? Das lassen wir noch sein. Also Streichhölzer haben wir jetzt wieder reichlich. Seltsamerweise. Aber okay. Joa, trinken. Das lassen wir hier. Alles. Das hier trinken wir noch schnell. So. Dann können wir das hier noch fix kochen. Nein, nicht essen. Das ist roh. Das sollten wir nicht essen. Auf gar keinen Fall sogar. Und wo ist es? Da. Doppelklick. Und jetzt können wir es einmal anklicken. Space. Und es ist schon fertig. So, essen tun wir das nicht. Wir nehmen es erstmal nur. Juhu. Ach so, Moment. Hatten wir da nicht ein Kanickel? Ja, ein Kanickel. Das mit einer Bügelsäge einen Hasen zerlegen. Wie krass.
Okay. Na dann. Never felt so cold in my life. Was? Immer noch. Ah, ist wieder aus. Ablegen. Den Rest können wir weglassen. Und Tee haben wir auch reichlich. So legt er das jetzt einzeln ab. Egal. Zurück. Jetzt muss ich hier noch schnell Holz suchen. Ich fasse es nicht. Ist ja unglaublich. Ja. Boah. Sind ja schon wieder fast am Erfrieren. So habe ich mir den Anfang hier nicht vorgestellt. Das muss ich euch jetzt echt mal sagen. Machen wir. Ja. Damit. Und dass wir jetzt hier nicht mehr in die Hütte kommen, das finde ich nicht so schön. Wo finde ich jetzt noch Holz? Idealerweise in der Nähe von Bäumen, würde ich mal behaupten. Wir versuchen es mal da. Liegt da was? Nein. Was haben wir da? Das sieht gut aus. So, theoretisch geringfügig windgeschützt. Kriege ich noch ein Feuer an? Ja. Das machen wir auch. Achso, anmachen. Nicht nur hinlegen, sondern auch anmachen. Gut. Wir sind hier direkt windgeschützt. Will, das kriegst du hin, da bin ich mir sicher. Ja. It worked. Können wir noch was reinschmeißen? Nur ein paar Stücke. Ja, das hauen wir auch noch rein. Gut. Gut, das ist schon nicht schlecht. Temperatur geht wieder hoch. So soll das sein. Schnell nochmal um die Tasche kümmern. Wir sollten auf jeden Fall warm sein. Das ist noch roh. Nein. Dann werden wir das noch schnell kochen. Ups. Nicht doch. Ja, zurück. So, dann sollte es jetzt eigentlich fertig sein, ja. Und wir nehmen es einfach nur mit. Wie, das Feuer ist aus. Nein. Ja gut, okay, die Zeit haben wir ja natürlich trotzdem gebraucht zum Garen. Auch wenn es jetzt schneller ging. Egal, wir müssen weiter. Auf geht's, Attacke. Und... Oh, wir laufen falsch. In die Richtung, ist das richtig? Ja. Wir müssen ja hier hinten zum Staudamm. Neue Hoffnung. Ja. Also möglichst blitzschnell und wenn wir Holz finden, auf dem Weg alles mitnehmen. Na, nicht unbedingt alles, aber einiges. Komm schon, Will, lauf, lauf, lauf. Gut, okay, der Weg, der ist natürlich relativ lang. Das heißt, ich werde das Ganze hier mal ein bisschen beschleunigen. Sollte was Aufregendes passieren, ihr seid auf jeden Fall sofort wieder mit dabei. Und währenddessen konzentriere ich mich aufs Laufen. Also, bis gleich.
So cold. Just want to lay down for a bit. Gut, ja, unserem Will geht's so gar nicht gut erstmal. Müde ist er jetzt auch noch. Ich würde sagen, Verstauungsrisiko ist klar. Hinweis darauf, wir sind ganz schön übermüdet. Und Unterkühlung natürlich auch. Ganz klar. Dann legen wir den Burschen doch jetzt einfach mal ein bisschen hin. Was? Nein. Ah, verwenden. So, komm. So. Ja, gefallen tut mir das auch nicht so ganz. Aber egal. Moment, halt unser Feuer. Halt. Na super. Gut. Erstmal ein bisschen anfeuern hier. Okay, wie lange können wir? 8 Stunden. Okay, super. Like something is sapping my energy. Super Sache. Dann ist es zwar immer noch dunkel. Hey. Und, nein, nicht aufheben, schlafen. Ist zwar immer noch dunkel dann, aber wir erfrieren nicht und... Time to look for shelter. Joch, ist ganz schön dolle dunkel sogar. Erstmal heben wir den auf. Da uns zumindest wieder warm ist, aber dafür durstig sind, trinkt man natürlich was. Sehr schön. Und wir sollten hier einen Topf nehmen. Ja. Machen wir einen Kaffee. Hm. Können wir machen, müssen wir nicht. Wollte eigentlich, Moment, Wasser, genau. Wir nehmen 2 Liter, genau, so ist es. So, dann wieder Space. Jetzt haben wir es zumindest schon mal geschmolzen. Und, was? Ja genau, nicht trinkbares Wasser. Und die Zeit ist abgelaufen. Nehmen. Den Topf nehmen wir auch wieder mit. Nein, dahin. Wo haben wir es? Da. So. Sollte der Will eigentlich nicht mehr wirklich durstig sein? Ja, genau. Und dann können wir auch noch gleich was essen. Sehr schön. Können wir hier noch ein bisschen Feuer machen? Also ein bisschen Zeit haben wir noch. Machen wir uns noch. Ja, wir nehmen doch nochmal den hier. Oh. Garen. Ja. Kaninchen gegart. Sehr schön. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal was zu essen dabei. Gut. Ah ja, den Topf auch mitnehmen. Okay, und jetzt ab zum Damm. Ich hoffe, ihr seht alles so ähnlich wie ich zumindest. Denn ich habe festgestellt, dass es bei mir im Spiel und auch im Original etwas heller ist, wie bei YouTube. Da kann ich aber nichts dafür, das liegt nicht an mir. Also ich kann nur hoffen, dass ihr auch genügend seht. Lauf, lauf, lauf. Aber ich denke, ja, das wird. So dunkel ist ja nur auch wieder nicht.
aber wir haben halt noch ein bisschen Weg vor uns. Und da würde ich sagen, da machen wir das Ganze auch wieder ein bisschen schneller. Also bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir gehen hier mal in die Hütte rein. Die hatten wir nämlich beim letzten Mal, als wir hier waren, nicht gemacht. Gucken wir mal, ob wir was Nützliches finden. Ja. Das ist jetzt aber ganz schön finster. Gut. Ja, hilft nicht. Brauchen wir. Nein. Nee. Moment. 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 Mach mal so. Das geht auch. Guck mal an. Schön. Gut, das wird uns nicht lange helfen, das ist klar. Und hier ist nichts. Eigentlich haben wir hier hinten auch nichts. Ja. Gut, nicht so schlimm. Den Weg finde ich hier auch so raus, glaube ich. Nee. Wir haben so viele Streichhölzer, kein Problem. Und komm. Tschüss. Nein. So. Ach, hätte ich gar nicht gebraucht. Das zeigt ja sowieso Streichhölzer an. Dann würde ich sagen. Welche Tageszeit haben wir? Ah, der Morgen bricht an. Gut. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Denn, excellent. Ja, ja, exzellent, nix. Oder? Ach so. So, ein Handschuhfach hat das natürlich auch noch. Und. Obwohl, wir haben so viel zu essen, hätte ich gar nicht gebraucht. Gut, auf jeden Fall, wir sind am Staudamm und da hinten ist ein Lagerfeuer. Wieso ist da ein Lagerfeuer? Ah. Ja, guck mal einer an. Wer sitzt denn da? So, hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat. Oh, Mackenzie. So you're still alive. Methuselah. You appear in the strangest places. You've left your mark. And have overcome great odds so far. But this part of the world still holds some secrets. I'm not sure this is the right time for... There are still stories that need to be told if you wish to play a part in them. There is always time for that. But if you are in a hurry, by all means go. Nobody would fault you for continuing your journey. Onward. You know, it's been a hell of a slog out there. Never mind that damn bear. I've nearly died more times than I care to count. It couldn't have been easy for you, either. But you seem strangely calm about the hostility of this place. I have wandered these paths a long time, friend. I was a walker, now I'm a watcher. I'm here to observe these times, and help where I may. As strange as it is to run into you again, it's good to find a familiar face in all this frigid wilderness. And keep to your paths. If this is a reckoning, as you say, I hope ours cross again. Okay, gut. Ah. In der Zeit ist ein Skater geworden. Interessant. Das war normalerweise nicht so. Okay. Ja, das heißt, die Mission an sich geht jetzt erst so richtig los. Wir haben zwar keine Klamotten. Ich weiß, da sind noch Schuhe und so weiter. Die, würde ich sagen, suchen wir jetzt auf jeden Fall noch.
Denn wir müssen unseren Will etwas besser ausrüsten. So geht das ja nicht weiter. Und jetzt brauchen wir auch noch die Laterne. Oder? Ja, die müssen wir erstmal auffüllen. Moment. Ja, die füllen wir erstmal auf. Halt, da. Und, Moment. Halt, die Laterne ist auch hier. Lampenöl haben wir. Was? Ja, wir haben eine fast verbrauchte und eine, die voll ist. Und wenn das so ist, dann würde ich sagen, tun wir hier vorher noch schnell die Steine ablegen. Na, machen wir alle, ja. Und die fix aufbrauchen oder gleich wegstellen. Ach, die verwenden wir, ja. Und bis. Was? Ja, nee, ist klar. Moment. Was? Die öffnen. Moment. Aha, witzig. Na gut, dann zünden wir sie halt hier an. Und nochmal rein. Gut, können wir wenigstens ein bisschen was sehen. Sehr schön. Mal gucken, was wir so finden. Alles, was wir nicht brauchen, lassen wir da, wo es ist. Was ist das? Eine Mütze, hervorragend. So, gleich mal gucken. Naja, die hat er schon an. Juhu. Und reparieren wir auch gleich. Von der Tageszeit her, wir haben sowieso jede Menge Zeit. Was? Also von der Tageszeit her und 100%, sehr schön. So, haben wir hier noch was, was wir reparieren können? Ja. Die reparieren wir auch gleich noch. Erst mehr. Dann wird uns auch nicht mehr so schnell kalt. Umso besser. Noch einmal. Sehr gut. Was haben wir hier? 95, das können wir so lassen. Hemd. Oder was ist das? Kapuzenpullover. Ich bin dafür, den zu nehmen und zu reparieren. Ja. Prozent haben wir. Sieht's hier aus. Okay, den reparieren wir auch einfach. Das Hemd, das mache ich dann später noch zu... Ah ja, die Laterne ist jetzt aus. Na schade, ich dachte jetzt, er nimmt da die andere gleich. Das hat damit nicht geklappt. Gut. Und obwohl momentan ist eigentlich relativ hell. Wir halten die mal nur in der Hand. Und klettern hier durch. So, gucken. Ob irgendwas Brauchbares finden. Also Schuhe weiß ich. Irgendwo ist... Ja, Stoff nehmen wir mal mit. Essen ist meistens auch gut. Denn der Gute hat ja schon wieder Hunger. Tja, da haben wir nichts. Und das brauchen wir nicht. Joa. Gucken wir hier noch in die Schubladen. Da haben wir nichts drin. Nichts drin. Ja. Das ist nur eine Kiste. Da ist auch nichts. Dann. Also ich meine,
die Schlüssel oben gesehen zu haben, gefunden zu haben. Jetzt wird es richtig dunkel hier. Und, ja, ein bisschen geht's, ja. So, hier haben wir unsere Leiche. Ah, eine Windjacke. Die nehmen wir doch gleich mit. Da haben wir es auch schon an. Sehr schön. Die tue ich nochmal schnell reparieren. Und dann machen wir die Laterne an. Genau. Sehr gut. Was? Habe ich jetzt... Aha. So. Die Leiche ist immer noch tot. Wie sieht es hier aus? Kommen wir immer noch nicht rein. Nicht so schlimm. Auf jeden Fall müssen wir unsere Bill ein bisschen ausrüsten, denn draußen in der Kälte kommen wir so gut wie gar nicht klar. Also wie wir eben noch waren. Und hier haben wir sogar noch Handschuhe. Sehr schön. Also eben hatten wir gleich alles an. Ich denke mal, das wird auch jetzt so sein. Oh, nee, diesmal nicht. Nein. Ich glaube, hier unten war auch nichts Nützliches mehr. Schnell. Also wenn ich hier nicht Klamotten finde, dann würde ich sagen, lasse ich das Ganze hier. Gewicht, ach, das sieht ja super aus. Mit 24,44. Das ist ja ein Träumchen. Ah, nein, das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen keinen Schrott. Hier hat man auch nichts gefunden, nein. Die Laterne auf jeden Fall achten. Da kommen wir doch immer noch nicht rein. Hier eigentlich können wir nicht machen. Nee. Da ist eh nichts drin. Geht darum, Riegel. Nö. So, Moment. Was haben wir denn hier? Thank goodness. Nö. Das lassen wir alles da. Ob das Fehler ist oder nicht, wird sich später herausstellen. Mehr Kaffee brauchen wir auch nicht. Ich nehme auf jeden Fall Stoff mit. Ja. Nein. Upsa. Was haben wir da? Tragender Wollpulli. Also unsere sind momentan besser. Nee, ich habe... Nö. Reparieren möchte ich jetzt nicht nochmal. Und ja. Die gefrorene Leiche ist auch noch immer gefroren. Das ist okay. Die hat man wohl dahingestellt. Als wir das letzte Mal tatsächlich hier waren. Um die Medikamente zu holen. Oder Medizin. Ja. Ist das? Achso. Nein. Da ist nichts, was wir brauchen. Das war auch schön zurück. Okay. Nichts drin, super. Was haben wir hier? Hier ist noch irgendwo noch. Ah, da haben wir noch eine Laterne hingestellt. Sehr schön. Die wird ja nicht zufällig. Nö, die ist leer. Die lassen wir zurück. So, das hat nur auf. Auch nicht. Nichts. Ich weiß genau, irgendwo waren hier Schuhe. Und hier war auch nichts mehr drin. Nein. Hier nochmal schnell. Nein. Ein Telefon. Ja, Spion ans Telefon.
Oh, Socken. Socken ist gut. Halt, einpacken. So, ein paar Socken hatten wir nur. Das zweite müssten wir jetzt also anhaben. Wir gucken nochmal schnell nach. Und tatsächlich, da sind sie. Mütze hat er auf, Handschuhe hat er an. Und die Windjacke auch. Die sollten wir aber wirklich noch schnell reparieren. Zerlegen tun wir sie natürlich nicht. So, auf. Für den Spitzel ein Schnitzel. Naja, hier haben wir ja auch noch Schubladen. Ja, super. Handschuhe. Ich befürchte, dass die nicht besser sind wie die, die wir haben. Das lassen wir. Obwohl. Nee. Nein, das lassen wir. Denn mit Fäustlingen kann man sich eigentlich nicht so gut bewegen, also die Finger. Aber noch eins. Aber ich vermute mal, also bis jetzt ist es eigentlich so gewesen, dass er mit egal welchen Handschuhen ja zurechtgekommen ist. Oh, Capture the Flag, da ist sie wieder. Komm schon. Wo waren denn die Schuhe? Das gibt's doch gar nicht. Nee. Ja, da, die Schuhe. Immerhin besser als gar nichts. Halt, einpacken sollten wir die und den nehmen wir einfach auch mit. Ja. Cool. Sehr schön. Okay, welche ist besser? Die ist definitiv besser. Oha. Wir haben nichts zum Nähen da. Was fehlt uns? Stoff? Das ist ja schnell gemacht. Dann zerlegen wir das Ding hier. Ja. Moment. Aha. Nein, doch. Reparieren erstmal. Bis. Kein Nähzeug mehr. Nein. Schade. Egal. Jetzt weiter, weiter, weiter. Und. Nein, hier habe ich doch noch nicht geguckt. Gut. Ja, wir haben es ja noch recht hell. Aber Will ist müde. Der Will will schlafen. Ich würde behaupten, wir holen mal den Schlafsack raus. Und im Vorraum werden wir schlafen, ja. Also der Will. Noch eine Laterne. Habe ich ganz schön Laternen verbraucht, Junge, Junge. So, da haben wir ihn. Verwenden. Und das geht sehr schön. Ja, ich würde sagen, wir sollen ja darauf warten, dass der Himmel in der Nacht leuchtet. Und das geht am besten natürlich, wenn es Nacht ist. Das heißt, ich ruhe ihn jetzt ein wenig aus. 6 Stunden. 5. 5 sollte auf jeden Fall reichen. Ja. Ja, das reicht. Gut, ja, von der Zeit her würde ich sagen, es ist schon ganz schön spät. Dann, wenn es euch gefallen hat, nehmt doch noch ein Abo mit. Aktiviert die Glocke. Und ein paar Kommentare und einen Daumen hoch wäre schön. Ups, es ist dunkel. Na gut, wir machen auf jeden Fall beim nächsten Mal weiter. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.